Was geht ab, meine lieben Freunde? Hätte man mich 2016 gefragt, wer in 5 Jahren das vielversprechendste Label in Deutschland führen würde, hätte ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht PA Sports gesagt und hätte damit komplett daneben gelegen. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass der Essener es geschafft hat, sich mit Life is Pain so breit aufzustellen wie kein anderes Indie-Label in Deutschland. Über Life is Pain veröffentlicht neben PA auch Kianosch, Forti, Hamso 500, Ruhr und Jamule. Auf den ersten Blick handelt es sich dabei vielleicht nicht um die aktuell größten Namen in Deutschrap. Doch als Komplettpaket und mit Blick auf die Zukunft deckt PA Sports mit seinen Künstlern den gesamten Deutschrap-Markt ab. Damit lässt Life is Pain keine Zielgruppe liegen. Dank seines Labels hat er den finanziellen Durchbruch geschafft und spielt an der Spitze mit. Doch trotz seines Erfolges als Labelchef und Geschäftsmann ist er vor allem eins: Vollblutmusiker. Das bezeugen auch die Lebensumstände des Rappers. Wie er berichtet, hat er das gesamte letzte Jahr über in der Life is Pain Mansion gelebt. Sozusagen dem Headquarter seines Labels, in dem die gesamte Crew Zeit verbringt, Pläne schmiedet und an Musik arbeitet. So schreibt er auf Instagram: Ich erzähle euch mal was von diesem ganzen CEO-Film. Mal abgesehen davon, dass ich den selbstdarstellerischen Flex dahinter eher lustig meine, will ich euch etwas Wichtiges dazu mitteilen. Auch in Bezug darauf, warum die Musik vieler Artists nur noch nach lieblosem Müll klingt. Ich hustle seit 15 Jahren für Hip-Hop. Ich bin 31 Jahre alt, finanziell unabhängig und könnte überall leben. Aber wo habe ich das letzte Jahr über gelebt? In meiner Firma, in der fucking Mansion, tagtäglich umgeben von Artists und dem Tagesgeschäft rund um Life is Pain. Oftmals mit dröhnenden Bässen, die aus dem Studio heraus noch bis in die Nacht in mein Zimmer schallerten. Richtig geil zum Einschlafen. Aber wisst ihr warum? Weil ich den immer noch lebe und liebe, wie am ersten Tag. Mit dem Erfolg und der Gelassenheit verschwindet bei vielen der Hunger. Ihre Musik ist technisch gut, aber man spürt, dass etwas fehlt, auch wenn man es nicht benennen kann. Ich nenne es Seele. Sie leben mittlerweile für 1000 Dinge, aber nicht mehr für die Sache, die dafür gesorgt hat, dass sie dieses Leben überhaupt leben können. Sie wollen es krampfhaft am Leben erhalten, weil ihre Egos den Fame lieben. Aber die Liebe zur Kunst ist bei ihnen bei null angekommen. Lebt den Scheiß, aber macht Platz für die, die ihr Leben geben. PA hat sich jetzt aber auch dazu entschlossen, nicht mehr in der Mansion zu wohnen. Um zumindest ein wenig Abstand von der Arbeit zu bekommen, zieht er in seine eigenen 4 Wände. Nach seiner Villa und dem Labelstützpunkt kauft er sich jetzt bereits die 3. Immobilie in Berlin. Für seine neue Wohnung in der Hauptstadt hat er über 1,24 Millionen Euro ausgegeben. Das ist auf jeden Fall ein Tschüss wert. Wie jeder Rap-Fan wissen dürfte, hat der AON-Chef Khatar mit seinem Hawal-Grill einen echten Hit landen können. Aus einem Meme, welches von Meme-Seiten auf Instagram geteilt wurde, ist die Idee entstanden, einen Köfteladen mit hauseigenem Köfterezept zu eröffnen. Khatar hat es geschafft, ein ganzes Franchise mit seinem Grill aufzubauen und die Marke sogar ins Ausland zu exportieren. Außerdem bringt der Bonner seine Produkte auch in die Supermärkte und verkauft auch seine eigenen Tiefkühlköfte. Das Köfte-Imperium von Khatar wächst und wächst. Doch jetzt gibt Khatar auch bekannt, dass seine TK-Produkte auch in einigen Lidl-Filialen zu kaufen gibt. Das dürfte ein wichtiger Schritt sein, um seinen Köftespieß deutschlandweit zu etablieren. Habt ihr die Spieße schon mal probiert? Falls ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr sie findet. Yo, Freunde, was läuft? Den Hawal Grill Köftespieß gibt's ab sofort überall im Raum Hamburg, Berlin, Magdeburg und Koblenz in allen Lidls. Lidl. Geht auf die Seite von Lidl, bombardiert, dass die in alle Städte gehen, in alle Lidls. Und an alle Freunde da draußen, die ganze Zeit fragen, wann kommt's bei uns im Lidl? Hamburg-Raum, Berlin-Raum, Koblenz und Magdeburg ist Köftespieß offiziell. Der Internet-Beef geht zwischen den Berlinern weiter. Vor einigen Tagen wurde Belaschs Instagram-Account gelöscht. Doch gestern meldete er sich wieder zurück und feuert gegen Flair zurück, obwohl er noch vor einigen Tagen sehr besonnen auf Flairs Post gegen Boogie reagiert hatte. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass Flair einen Screenshot von Belasch auf Instagram postete und dazu schrieb: Was redet dieser Esel? Seitdem scheint der Beef weiter an Fahrt dazugewonnen zu haben. Denn der sonst so ruhige Belasch postet Bilder von Flair und schreibt unter anderem dazu, dass Flair seit 2 Tagen nicht zu erreichen sei und amüsiert sich darüber, dass er mit Hintermännern telefonieren müsste. Aber auch Boogie stichelt erneut gegen Flair. Aber hört es euch am besten selbst an. Wenn ihr denkt, Flair hat nur 1% die Eier für diesen Beef oder man findet ihn irgendwo in Berlin. Nein, diese Geschichte ist frei erfunden. Happy Weekend!